Hand oben auf dem Bett und man sieht dann unten, Mensch, oh, guck mal, wie Ameisen ungefähr, ne? Ja, ja. Überschrift, der Mensch, was ist der schon, ja, ne? Ja. Ach, da gibt es von Storm so eine Redensart, ne? Und man, ja, wie ging das, ich muss überlegen. Was sieht der Storm? Nee. Der Mensch ist ein Wurm. Nee, das kenne ich nicht. Nee. Aber es gibt so viele Sprüche und die hämmert man sich dann ein, oder so, wie die in die Erfahrung reinkommen. Ne? Tatsächlich? Ja. Dreck ist sie. Ja. Das Schöne ist bloß, ach nee, tatsächlich See, Dreck ist sie. Ja. Das Schöne ist, wissen Sie, wo ich aus Berlin komme, dass ich jetzt schon Deutsch verstehe. So. Ja, ja, ja. Ja. Zuerst hat man mir zu mir gesagt, Sie sind von nicht von hier, ne? Ja. Oh ja, also diese Fahrt hier, die ist ja, das ist ja unwahrscheinlich. Ja. Dann nehmen wir noch da hinten mit, mal hin. Da ist die kleine Station. Ja, in Anführungsstrichen die kleine, ne? Ja. Nach dem Mode wird da auch, wo sind wir gekommen, von unten? Ja, mitten der Brücke. Ja. Da, ja. Gut, dass ich sie noch erwischt habe, in Anführungsstrichen. Und wir auch alleine durch die Gemeinde. Ja, mit der Zeit. Gut, ja, ja, ja. Also, ja, man muss sich damit, sollten nicht sagen, ich kann gut reden. Das ist, man ist ja seine, der Mensch hat ja einen Verstand. Und mit diesem Verstand kann er aber also gut reden und hören. Und dagegen aufzulehnen hat wenig Sinn, es sei denn, man würde sagen, man kann ja alles verändern. Nun könnten Sie sagen, dann gucke ich mich nach einer neuen Frau um. Ja, ja, ja. Aber ich würde Ihnen das nicht unbedingt machen. Nee. Denn das ist nicht, Sie haben immer dann den Vergleich und das geht nie gut aus. Ja. Wirklich, also es sei denn, das ergibt sich alles. Ja. Gut, aber... Wie manche Frauen, wenn die Frau schon einmal tut, wer war das, cool oder ja, weil, ein halbes Jahr später heiraten. Ja. Ich brauche über ein halbes Jahr, dass ich den Kopf hochhabe. Bei dem Kerl wundert mich das überhaupt nicht. Das ist wahre Liebe. Die war für ihn doch nur so aussehen. Ja, so. Ja. Die war schick und gepflegt. Ja. Nein, es ist gewissermaßen so, es ist Ihre Aufgabe, aus dieser Art Leben etwas zu machen, ja, und nochmal ein ganz anderes Leben, ja, anzufangen. Ja. Und wenn man das so sieht und sagt, das hat auch Möglichkeiten, Sie können das ja auch ironisch sogar sehen, wenn Sie jetzt hier Eintritt zahlen müssen, dann zahlen Sie, früher war es das Doppelte, logisch. Man muss halt allen so seinen Reiz abgewinnen. Weil wir sind nur eine Generation nach dem Krieg, wenn man so schön, da gab es doch kein Fernsehen, da hat man Karten gespielt und alles. Und heute hat jeder einen Fernseher und heute haben die ihn immerhin 7 Jahre, da kann man auch nicht mehr gehen. Ja. Und bei mir waren es 55,5. Ja. Ne? Ja. Und da geht die unten, da geht es unten. Wir haben mal Ski angefangen zu Länder, wir sind wir von West-Berlin in die Berge gefahren, das war der Harz, das war Zorbe, ne? Und dann sagt der Vermieter mal, ja, wollen Sie die Ski haben? Da habe ich gedacht, tun die, da hat er gesagt, ja, schnüren Sie ein, hat uns keiner gesagt, so ein Stachel dort, dann müssen wir Bremsen haben und nach hinten runtergeschmissen und dann gut angekommen, ne? Und da haben wir den Skiunterricht genommen, ne? Und dann, wie gesagt, wir waren 26 Mann Oberstorf, ne? Oberstorf. Die Frauen, die da kann man zu den Stationen, ne? Die man ja von oben runter. Was könnte das dann sein hier? Ganz stille? Nee. Ich weiß nicht. Das Kabel dann? Aber vielleicht ist das nun. Vielleicht ist das nun so ein Schneezerstäuber oder was? Oder so, ne? Hier ist noch still. Ja, ja. Wenn man das hier mal so sieht, also. Ja, ja. Ja. Der Tipp von ihm war gut, dass Sie gesagt haben, wenn schon, denn schon richtig. Ja.